Zum einen bin ich erstmal froh, dass es nur ein Vorbereitungsspiel war, weil das Ergebnis mir natürlich überhaupt nicht gefällt. Auch wenn es eine Vorbereitung ist und auch nicht um Punkte und Ergebnisse geht, war die erste Halbzeit okay, wie wir gespielt haben. Gab es sicherlich trotzdem noch Dinge zu verbessern. In der zweiten Halbzeit haben wir direkt den Ausgleich kassiert und ja, besonders die letzte halbe Stunde insgesamt oder 25 Minuten war das von uns keine wirkliche Gegenwehr mehr, so ein bisschen wie eine Aufgabe. Insofern finde ich das Ergebnis natürlich ziemlich peinlich. Mein Fazit zum Spiel, ja, wir haben die ganze Woche über das Anlaufen trainiert, hat sich heute bezahlt gemacht. Also man hat gesehen, dass wir aggressiv vorne raufgegangen sind. Anfangs, ja, die erste halbe Stunde war super, dann hatten wir einen kleinen Knick, kamen dann in der zweiten Halbzeit sehr gut raus und ja, dann kam er auch ins Laufen und das, ja, das Ergebnis spiegelt das dann auch wieder. Wir haben es über weite Strecken richtig, richtig gut gemacht, haben diese Woche extrem an einem Schwerpunkt gearbeitet, den die Jungs heute über 90 Minuten durchgezogen haben und ich glaube, man konnte es auch im Spiel recht gut sehen, was wir vorhatten und ja, das war für mich oder für uns als Trainerteam dann im Endeffekt auch das Wichtigste. Gar nicht so wichtig das Ergebnis, na klar freuen wir uns darüber, 7 Tore geschossen zu haben, nichtsdestotrotz ja, war das Ergebnis oder steht das Ergebnis im Hintergrund, sondern vielmehr das, was wir uns vorgenommen haben, dass die Jungs das wirklich über weite Strecken richtig gut umgesetzt haben. Wir haben ein gutes Gerüst, wir haben viele neue junge Spieler hinzubekommen, bei denen man natürlich auch ein bisschen Zeit noch braucht, bis sie da hinkommen. Wir haben es in den letzten 2 Jahren immer geschafft, auch nach personellen Umbrüchen eine gute Truppe auf den Platz zu kriegen. Wir sind auch, glaube ich, 4. oder 5. geworden. Wir reden nie von Meisterschaft, aber wir sind in der ersten Woche der Vorbereitung. Deswegen, Ergebnis gefällt mir überhaupt nicht, war unnötig. Nichtsdestotrotz haben wir noch 4 Wochen Zeit, bis die Saison losgeht, um eine körperliche Frische zu kriegen. Und dann werden wir ein Spiel auch nicht nur 45 Minuten vernünftig gestalten, sondern auch über 90 Minuten. Also verbessert werden kann immer vieles, ja. Ich meine, wir sind jetzt in der 2. Woche. Klar, Fußball spielen können wir immer noch besser. Da hat noch einiges gefehlt. Defensiv kann man sich auch noch verbessern, noch kompakter stehen. Aber im Großen und Ganzen war das sehr gut. Wir wollen es natürlich breit aufstellen, um auch ja, allen Gegnern dann auch gewappnet zu sein, dort auch reagieren zu können, flexibel zu spielen. Und klar ist das auch ein Mittel, um gewisse Teams dann oder Gegner dann auch so anzulaufen. Wir haben vor 2 Tagen in Eckernförde gegen Oberligisten gespielt und da sah das schon anders aus. Wir sind aber auch erst seit Montag im Training. Die Jungs werden sicherlich nachher auch ein bisschen müde Beine bekommen haben. Aber wenn man natürlich sieht, dass man heute, glaube ich, von den 7 Toren 4 eigentlich fast selber erzielt mit Querpässen durch den eigenen 16er, den Stürmer in die Füße, dann weiß man, dass man da schon konzentrierter agieren muss und solche Pässe überhaupt nicht spielen darf. Ja, wir haben natürlich noch die eine oder andere Baustelle, an der wir arbeiten müssen. Wir haben, glaube ich, ganz gutes Gerüst, dadurch, dass wir den Großteil der Spieler auch aus der letzten Saison mit rübernehmen konnten ins neue Jahr jetzt. Klar, ein paar Neuzugänge, die sich an den Ablauf gewöhnen müssen, an die Spielphilosophie, die wir vorhaben. Und ja, da haben wir noch ein paar Sachen offen, die wir noch ja, verfeinern wollen, wo wir einfach noch besser werden wollen. Und ja, ich bin da aber guter Dinge. Und freue mich schon auf die nächsten Wochen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.